Willkommen zurück, meine Lieben. Ich habe vergessen, meine Stoppuhr zu setzen. So. Okay, Klopfer ist da drinne, ist da draußen. Da springt er. Die Hexen leben noch hier draußen. Das ist ja doof. Jetzt wisst ihr, warum ich 1 Million Ausgänge haben möchte. Oh, der hat ein Schwert. Ah, ne, das ist mal ein Knochen. Okay. So, komme ich jetzt irgendwie. Ach du Scheiße, was hat denn der alles an? Wieso lebt ihr eigentlich noch da am helllichten Tag? Was ist denn hier los? Ah, Schatten, ich bemerk's schon. Okay, ein Underground Scorpion. Hexe. Hexe. Ich bin eh vergiftet. Oh, schlecht, schlecht, schlecht. So, langsam habe ich ein Problem. Der ist weg. Ah, komm, Hexe, halt die Schnauze, halt die Schnauze, halt die Schnauze, halt die Schnauze. Jawohl. Hat die was fallen lassen? Nee, ja? Natürlich nicht, natürlich nicht. Wo ist Klopfer? Da ist Klopfer 3.0. Der ist verletzt. Klopfer, nein. Komm her. Jawohl. Ich glaube, jetzt kann ich aber nicht in die Tür rein, ne? Doch, geht. So, Klopfer ist verletzt. Kann man den mit einer Karotte heilen? Ja, das geht sogar. Das ist ja nice. Süß. Wir haben Klopfer. Okay, sehr schön. Da haben wir doch schon mal ein süßes Haustier, Lee. Was könnten wir jetzt noch machen? Stimmt, wir wollten noch rausgehen zu hier, Brian. Diesem kleinen, aber feinen Luder. Kann man auch in Angriff nehmen, warum nicht? Hallo? Hallo? So, jetzt. Okay. Kann man die jetzt wieder füttern, theoretisch gesehen? Aber ja, wir füttern auf jeden Fall erstmal die Schafe. Geht nicht, okay. Geht's bei euch? Ja. Sehr geil. Also wie gesagt, Freunde, wir brauchen noch richtig viele Namen für Tiere. Da könnt ihr gerne was hinterher schmeißen. Wahrscheinlich habt ihr mir schon mehrere Anfragen gesendet. Ich muss eh noch alle Kommentare beantworten, aber ich habe auch leider viele vergessen. Naja, viele ist relativ, aber einige habe ich auf jeden Fall vergessen. Naja, nicht schlimm, ne? Ist ja. Wir fangen jetzt einfach hier weiter an und damit hat sich das. Und da die Leute nicht so wollen, dass ich in den Creative Mode gehe, um von A nach B zu fliegen, laufe ich jetzt mal wohlgemerkt. Was war das? Egal. So, wir machen erstmal die Kuh hier platt. Was ist denn hier los? Wieso sind hier so viele Monster? Ach genau, das ist ja auch noch eine Kuh, die hier aufpasst. Da war ja was. So, hier sind die Kisten auch leer. Sehr interessant. Oder ich habe sie leer geräumt. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber den Weg muss man auf jeden Fall auch nochmal entlang führen. Ich frage mich nur, woher die Tiere kommen, ehrlich gesagt, ne? Also diese ganzen Monstergeräusche. Naja. Mal hier so einen kleinen Start machen. So. Fertig. Nur mal, dass man es mal wieder gestartet hat, ne? Dass man sieht, ah, hier läuft auch was. Hier haben wir mal wieder was gemacht und gut ist. Aber wir wollen ja raus, verdammt nochmal. Dort können wir dann ein bisschen Sachen sammeln. Oh. Ein Ferdilein. Ferdi, Ferdi, hodü. Ah, man braucht einen Sattel, ne? Den muss man eben aufsetzen. Alter, was ist denn hier los, verdammt? Hier, die Kuh machen wir auch nochmal platt. Weil die Kühe brauchen wir hier im Endeffekt nicht. Dafür züchten wir sie ja, ne? Da spawnen vielleicht andere Tiere, das könnte uns mehr Vorteile bringen. Ach, ein Gockel, süß. So, ach, ein Gockel. Ein Truthahn heißen die doch, ne? Okay. Ich wollte gerade sagen, was brennt denn da? Jetzt weiß ich wieder, was da brennt. Da ist auch noch eine Kuh. Komm mal her. So. Ja, 8 Leder. Wir wollen ja auch irgendwann mal unsere kleine Bücherei fertig bekommen. Irgendwann bauen wir bestimmt auch mal eine große. Aber dazu müssten wir mal Kühe züchten, die keinen Namen haben. Weil man tötet Tiere mit Namen ja nicht, ne? Das ist ja unser kleines Problem. Och, süß, cheep, cheep, cheep. Kann man dem einen Namen geben? Das werde ich wohl so schnell nicht herausfinden. Sag mal, wo ist denn die Tür hier? Der Ausgang. Oh, ein normales Schwein. Dass man das noch erleben darf. Richtig cool. Wir hatten ja hier auch mal ein rosanes Schaf gehabt, aber irgendwie finde ich das nicht mehr. Naja. Das ist halt Pech gehabt, ne? Irgendwo. Vielleicht finden wir es ja noch. Man weiß es ja nicht. Irgendwo hier auf der Karte muss es ja stecken. Es war ja mal da gewesen. Das müssen wir uns auf jeden Fall organisieren, weil die Dinger sind richtig selten. Die findet man nur zu 0,01%. Die Scheißteile. Wir haben es mit dem Let's Play gesehen. Es war richtig geil. Also da habe ich mich auf jeden Fall gefreut. Und wir haben hier viele Pferde. Das ist. Ja.
Halt die Fresse. Halt die... Wow, wow, Der greift... Das Vieh greift mich an. Hilfe. Naja, egal. Ignorieren und weiterlaufen. So wie es halt immer ist. Ne? Man muss sich das ja langsamer merken. Und diesen Weg müssten wir auch mal weiterbauen. Das wäre richtig cool. Aber na gut, das ist ja, kommt ja alles noch mit der Zeit. Und ich habe mich auch jemand gefragt, wie ich das gemacht habe, dass das Tor automatisch hochgeht und runtergeht am Tag und im Dunkeln. Das funktioniert hier mit diesem Lichtsensor. Ja, der geht hier entlang zu dem Tor mit tausenden von diesen komischen Schiebedingern da. Pistons heißen die, glaube ich, auf Englisch. Auf Deutsch weiß ich es leider gar nicht. Ja, und so funktioniert das dann. Am helllichten Tag, wenn da Sonne drauf knallt, dann fährt das Tor hoch. Und wenn es dunkel ist, dann fährt das Tor runter. Also eigentlich eine ganz simple Mechanik. Das sind richtige Kühe, ne? So, hier war ja nur Dschungel. Oh, da hinten war noch ein Dorf. Ein Dorf! Das will ich doch mal suchen, auf jeden Fall. Denn das Dorf, das würde mich richtig interessieren. Und hier die Kühe nehmen wir natürlich auch noch mit. Wenn da schon hier so viele sind, her damit. Wir wollen ja auch mal ein bisschen was sammeln, ne? Das ist ja... Irgendwie wird es bei uns immer mehr vernachlässigte Sammeln. Man hat mir auch geschrieben, Master, du bist nur noch am Bauen. Du Baunazi, das geht ja gar nicht. Tja, ihr habt ja irgendwo recht. Obala, da bin ich an meinen Stuhl gekommen. Egal, lass ich drinne. Das macht's authentischer. Naja, aber ihr habt ja recht, ich baue schon wirklich sehr viel. Und das, was am wenigsten passiert, ist irgendwie Sachen farmen. Weil ich behaupte mal, gegen Herobrine kämpfe ich schon recht häufig. Weil er greift mich auch des Öfteren an und dann gibt's da Krise und haha, jahu. Das ist nicht so schön. Ja, aber was wir am allerseltensten tun, ist wirklich Sachen sammeln. Und das ist traurig, schade, erniedrigend, bedrückend. Oh, hier sind Potzsäue. Du Schwein. Alter, ich habe den angegriffen und trotzdem macht er mir Schaden. Was ist das denn? So, den nehmen wir mal gerade mit. Warum denn auch nicht, meine Lieben? So, sehr schön. Hier ist irgendwas da drin, ne? Keine Ahnung, was es sein soll. Hallo. Komme ich leider nicht dran. Na gut. Es wird mir nicht gegönnt. Hier draußen muss man die Umgebung auch mal schön machen, ne? Dass es ein... Wow. Dass es ein bisschen vernünftiger hier aussieht. Aber na gut, kommt ja auch alles noch mit der Zeit. Was ist das? Och, süß, eine Krabbe. Kann man den Namen geben? Krabbi. Mitnehmen kann man sie auch nicht. Ach, das ist ja traurig, Mann. Krabbi. Kann man... Aber schieben kann man sie. Oder? Kann man sie schieben? Naja, nur bedingt. Ich kann sie nicht aufheben, Mann. Schade. Aber was ich machen könnte... Boah, hast mich gerade erschreckt, Ferdi. Ferdi! Guck mal, der interessiert sich auch für die Krabbe. Och, wie süß! Naja, egal. Weiter geht's. Wir wollten ja mal ein paar Kühe töten. Und ja... Monster sind anders, habt ihr ja gesehen. Natürlich nur Fleisch, weil Pussy-Modus, weil gefährlich, wisst ihr ja Bescheid. Und normalerweise müsste irgendwann auch Herobrine aufkreuzen. Die Frage ist halt wirklich spannend, ne? Aber die Sau, die wird uns übelst überraschen, da bin ich mir einfach nur sicher. Ist das ein Monster? Das ist jetzt einfach einer dieser seltenen Skelettpferde. Ich glaube, dass das einfach nur ein reines Monster ist. Halt die Schnauze, Creeper! Halt die Schnauze. Oh nein. Ja. War gut auf jeden Fall. Ja, es ist ein Gegner. Schade. Da hätte ich mich ehrlich gesagt gefreut, wenn es dieses seltene Pferd gewesen wäre. Aber man kann ja auch nicht alles haben, ne? Irgendwann werden wir das schon noch sehen. Boah, diese Schatten gehen mir so auf den Nerv. Keine Ahnung, was hier mit dem Spiel los ist. Also ich meine, es liegt jetzt nicht an dieser Karte oder so. Das ist ja im Allgemeinen so. Ich weiß halt nicht warum, ne? So, wenn man aber einen Block abbaut, wird's hell. Kein Plan. So, Kohle nehmen wir uns mal kurz mit. So viel Zeit muss sein, ne? Ist ja klar. Ja, damit. Yippie! So. Die Musik erinnert mich immer an Blues Brothers. Ich glaube, die ist sogar davon. Bin mir nicht ganz sicher. Okay. Oh, Eisen. Nehmen wir uns auch mal mit. Ich meine, ich tue ja unsere Kisten eh wieder rekonstruieren. Wir haben ja eigentlich nichts verloren. Auch das Inventar vom Never tue ich rekonstruieren. Aber trotzdem, man will ja immer mehr haben, ne? Wir müssen noch mal ein bisschen sammeln, meine Lieben. So, hier liegt Lava. Da muss ich aufpassen, sonst springe ich da gleich wieder mal rein. Das passiert bei mir nicht selten, muss man auch mal dazu sagen. Ich weiß aber, dass hier irgendwo ein Dorf war, ne? So, komm mal her, dich machen wir auch noch platt. Da liegt das Essen. Sehr schön. Wie viel Leder haben wir? 11. Okay, komm, das machen wir mal zu.
Wir wollen ja eh nicht im Creative Mode rumgammeln, von daher kann man es ja mal zumachen. Noch eine Kuh. Aber was ist denn hier los? Richtig kuhreich gerade. Na, komm. Oh, jetzt muss ich immer hier runterspringen, Mann. Ich hasse sowas. So. Hä? Nochmal, jetzt. Da ist auch noch eine. Yibi! Ja, damit. Sehr schön. Ich frage mich ja, ob die Viecher da eigentlich freundlich oder feindlich sind, ne? Normalerweise sind sie ja, also so, wie man es aus Herr der Ringe kennt, sind sie ja friedlich. Och süß, eine Katze. Miau, miau. Dir kann man auch keinen Namen geben, du blöde Kuh. Ich würde dich gern mitschleppen, aber es geht nicht. So, das stört mir auch mal. Bisschen Wolle kann nicht schaden. Oh ja, genau, Freunde. Das dürfen wir auch nicht vergessen, eine Schere zu basteln. Damit wir mal ein bisschen Wolle sammeln können. Das wäre doch auch mal eine geile Idee, denn so kann man richtig geil einrichten. Scheiße, ich sehe nichts. So. Es ist schon wieder dunkel. Das ist einfach nur abartig irgendwie. Das geht hier richtig schnell. Keine Ahnung warum. Man hat das Gefühl, es ist 2 Minuten Tag und 20 Minuten Nacht oder so. Aber na gut. Es ist eigentlich in allen Rollenspielen so. Da ist der Tag so schnell rum, weil man da am meisten machen kann. Und dann irgendwie nachts fühlt sich das immer so an, als ob das so 3 Jahre wären. Aber eigentlich ist es ja gar nicht so, ne? Das ist halt das eigene Gefühl, wenn man denkt so, ach ja, am Tag ist man sicherer, man sieht die Feinde, bevor sie einen selbst sehen und so weiter. Und dann, wenn es dunkel wird, man fühlt sich nicht mehr sicher, man hat Angst. Man hat übelste Angst. Und dann ist es halt so, dass man irgendwie die Zeit so langsam rumgeht. Ach, hör doch auf, Skelett, Mensch. So, da ist ein Geist. Ein Geist ist schlecht. Licht. Es werde Licht, meine Lieben. Was mache ich jetzt mit dem Geist da hinten? Das ist jetzt irgendwie doof. So, mal das Essen auffüllen. Und das Allerwichtigste vor allem ist ja, wir müssen gucken, wo das Dorf ist. Macht mir so komische Geräusche, ey. Das ist, glaube ich, ein Vogel oder sowas. Der hat auch einen Vogel, Mensch. So, hier haben wir ein paar Kühe. Die machen wir auf jeden Fall platt, denn das wollen wir alles haben. Das Schäfle machen wir auch platt. Ein Tiger. Tiger auf Trinken, die Tigerkralle und so weiter und so fort. So, die Kuh nehmen wir auch noch mit, hier, her damit. Ah, der Geist kommt schon. Was hat er Tolles? Ich habe jetzt irgendwie nichts gesehen. Naja, okay. Ansonsten sind ja eigentlich gar nicht so viele gefährliche Feinde, ne? Und ich habe schon wieder nicht mein Zuhause markiert. Meine Fresse, ey. Jedes Mal schreibt ihr es mir in die Kommentare. Master, du solltest mal dein Haus, markieren. Ich so, ja, mache ich natürlich. 2000 Jahre später immer noch nicht markiert. Meine Fresse, ey. Also manchmal bin ich echt doof drin. Wow. Spinni! So, die Schweinepriester nehmen wir auch noch mit. Sehr schön. Au. Ein Skeletti. Kriegen wir dich? Wir kriegen dich. Ja, wir kriegen dich. Ich habe irgend so ein komisches Geräusch gehört, ehrlich. Ach ja, komm, jetzt hör doch mal auf, verdammt. Wie soll ich denn zu euch kommen? Die sind so übel stark geworden mit der Zeit. So, noch ein Zombie. Habe ich da gerade eigentlich einen Geist gehört oder was war das gewesen? Hallo? Ah, Spinni! So, ich weiß, ihr seht nichts, meine Lieben. Das ist sehr traurig, ehrlich gesagt. Habe ich Holz dabei? Ich habe Holz dabei. Das ist sehr schön. Boah, Alter, bin ich durchlöchert. Eigentlich habe ich genug Holz, wenn man mal die ganzen Dinger da absieht. Ich brauche doch nur hier die Pfeile wegnehmen und fertig. Uahahaha. Geh weg! Nein! Ah, ja, natürlich. So. Versuche schon mal ein bisschen Fackel in der Hand zu behalten. Was war das? Gut, hier, O'Brien, war das nicht. Ach, das ist so eine Sau. Der befindet sich gerade im Never, weißt du? Und hier spielt er jetzt ein bisschen mit uns. Man kennt dieses Luder ja langsam. So, ich mach mal Licht. Oh, ist das ein... Alter, sehe ich gerade einen ernsthaften weißen Tiger. Mini-Zombie. 2 Stück. Sieht man auch selten. Komm her. So, ja. Was greift mich hier an? Da kam gerade ein Creeper, habe ich gemerkt. Scheißegal. Au. Ich sterbe langsam, Kollegen. Also ihr müsst mir auch mal eine Pause gönnen, damit es fairer bleibt. Jawohl, Spinni. Spinni, geht drauf. Ah. Da wollte ich Spinni einsetzen, weißt du, als Pokémon so, aber irgendwie... Jawohl, Zombie, komm.
Jawohl, jawohl, jawohl. Jetzt habe ich die Chance und kann den einen töten. Na komm. So, sehr geil. Und jetzt hau ich dich weg. Super. Ich bin ja froh, dass mir noch hier keine Hexe begegnet sind. Das ist sehr nice. Okay, mir schlafen gerade die Finger ein. Ich habe keine Ahnung, warum. Da ist endlich das Tor. Spinne, geh weg. Oh, Skorpion, Mann. Hör auf. Ach, jetzt kamen diese kleinen Skorpione da raus, ne? Wo sind die? Muss mal versuchen, irgendwie ins Dorf zu kommen, verdammter Mist. So. Man kann die Bewohner ja nicht locken, ne? Das geht leider nicht. Das ist doof, echt. Ja, Map. Das sehe ich genauso, Kollege. Aber es geht halt nicht. Egal, wir verstecken uns jetzt mal hier in so einem Gebäude. Wow. Zombies, lass sie in Ruhe. Wow, was bist denn du? Ach, hier, Brian, du kleines Luder. Ach so. So ein kleiner Racker bist du. Ich kann dich gar nicht treffen. Hallo? Jo? Mit dem Kerl lässt sich auch nicht reden hier. Jetzt, eben habe ich ihn kurz getroffen, oder? Ja, wir haben ihn besiegt. Wir sind als Sieger davon gegangen. Yibi! So, wir gehen mal in die Schmiede rein. Was ist denn in der Schmiede drin? Hier nichts, hier nichts. Aua. Verpiss dich. Und gib mal deine Goldrüstung her. Das wäre schon ganz interessant. Aber nein, er geiert. Man müsste das Gold einschmelzen können. Das wäre cool. Eisenrüstung, Eisenschwert, Eisenstiefel und Goldbarren. 3 Stück. Och, ist ja gar nicht mal so schlecht, ne? Von dem Prinzip her gesehen haben wir dann auf jeden Fall schon mal ein bisschen was an Eisenrüstung zurück. Hallo. Mach euch mal Licht, meine Güte. Dunkelkammer hier. Was hast du denn so Schönes? Gut, Schrott. Fürs 3 Smaragde ein Bücherregal, Alter. Oh, warte mal, geht das auch umgekehrt? Nee, hä? Was hast du? 7 Smaragde, eine Diamantschaufel. Das ist gar nicht mal so verkehrt, ehrlich gesagt. Na gut, was hast du? Ah, du bist derselbe. Alles klar. Hier nehmen wir uns auf jeden Fall die Bücher mit. Richtig geil. Jawohl, her damit. Na, damit kriegen wir doch unsere Bücherei gut sortiert, oder? Schön. Okay, schaffen wir es auch in einem anderen Haus rüber? Ohne, dass die verrecken, natürlich. Lasst sie in Ruhe, meine Freunde. Ich rette euch. Yibi. So. Und zu. Okay, hier muss ich auch mal Licht reinmachen. So. Ja, die haben noch mehr. Ist ja richtig geil. Her damit, her damit, her damit. Ich beklaue sie mal ganz kurz. Darf man zwar nicht, aber ist ja egal. So, was habt ihr denn? 7 Äpfel für so ein Smaragd. Okay. 28 Blätter für ein Smaragd. Das ist gut. Das ist richtig gut eigentlich. Denn bei dem könnte man Smaragd eintauschen und dann könnte man bei dem Äpfel zum Beispiel holen und hätte unendlich Essen, ne? Werkbank klaue ich den auch mal ganz kurz. Halt die Schnauze, Zombie! Ah, nee. Ach, ich wollte gerade sagen, es wird Tag, oder? Nee. Das ist nur der Vollboom. Alles klar. Okay, meine Freunde, dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!